Ein herzerfrischendes Koko an meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wendave und wir machen weiter bei der Mission, wo wir mit dieser Handkreissäge hantieren müssen. Und da drüben gammelt Jackie. Achso. Alles klar, dann gibt's das volles Pfund aufs Maul. So. Aua! Alter, ihr sterbt jetzt alle. Jackie, verpiss dich. Alter, jetzt habe ich Jackie getreten. So, du bist jetzt auch down. Du auch. Ihr habt alle keine Chance gegen meine Handkreissäge. So. Schloss knacken. Shit, Jack, you sure they're here? Yes, trust me, okay? What the? Wait! Das war so klar. Aua, der hat mir eine Nackenklatsche gegeben. Krass, dass der Typ überhaupt sein Bein heben kann, so fett wie der ist. Sag mal, warum geht ihr alle nur auf mich? Und Jackie, du stehst extrem im Weg. So. Steht hier die Statue? Nee. Ich sage jetzt einfach mal, dass die hier drin ist. Die Ware, die wir suchen. Wahrscheinlich ist es falsch, aber ist mir jetzt auch irgendwie egal. Nee, ich gehe jetzt nach Hause, Jackie. Ich habe jetzt keine Lust, den nächsten zu probieren. Den Rest darfst du alleine machen. Oh, es war natürlich so klar, dass sie in dem drin ist, in dem man zuletzt reinschauen muss. Ah, da ist sie doch drin. Ey, zum Glück habt ihr jetzt die Tür zugemacht, weil ich will jetzt nicht wissen, was da hinten alles jetzt abgeht. So. Jetzt müssen wir mal wieder auf unserem Highspeed... Wow, Moped. Ich werde fast gegen die Wand gefahren. Den Truck hinterherjagen. Ich weiß immer noch nicht, wie man hier einen Steiger fährt. Also Wheelie auf dem PC. An der Konsole weiß ich, wie es geht, aber am PC irgendwie nicht. Ich fahre eh schon Highspeed mit der Klappermühle vom Moped. So, jetzt aber. Alles ist gut, Ray. Alles ist gut. Friss Asphalt, Arschloch. Auch nicht schlecht. So, und jetzt? Jackie! Jackie! Eat this, poor guy! How you like that, huh? Cocksucker! Achso, die Tasche lässt du einfach drin liegen. Das heißt, wir haben das alles jetzt... Achso, du hast sie ja doch in der Hand. Ich will vielleicht nicht auf dem Auto klettern, ich will eins klauen. Oh, den da! LOL! What the fuck? Ey, das ist jetzt nicht wirklich passiert, oder? Willst du mich verarschen? Ich habe jetzt die Mission nicht geschafft, weil die mich über den Haufen gefahren hat, oder der Schwanzlutscher? Ich weiß jetzt nicht, wer da dran saß am Steuer. Alter, das ist ja mal ein... Ja, genau! Oh. Ja, ich verliere mein Ziel schon nicht. So, ich fahre jetzt einfach nur so. Ugh.
Diesmal schaffe ich die Kacke aber und diesmal fährt mich keiner über den Haufen. Ja, scheiß es auf die minus 5 Sachschaden, Mann. Ja, ich will das überspringen. So, jetzt aber. Jetzt werde ich nicht überfahren. Warum kann ich nicht mit dem fahren? Ja, nehme ich den. Geht auch. Boah, Jackie, steig doch mal ein, du Trottel. Lol, jetzt hat er nicht mal die Tür aufgemacht. Auch nicht schlecht. Also, heute passt hier wirklich wieder alles zusammen mit dieser Aufnahme. Bad things that have happened, they're my responsibility. I know that. Shit. It's okay, Way. I gotta say anything. We're friends, man. We're friends. Yo, wir sind auch Freunde, Jackie. Du bist ein richtig chilliger Kollege. Und ja. Sonst werden wir dann erstmal die ganzen Uhren verticken. Oder Schmuck, ich weiß nicht, was wir gerade erkattert haben. Let's do it. Follow me. Ja, ich würde dir gerne folgen, Jackie, aber das Spiel lässt mich nicht. Nee, das Spiel lässt mich tatsächlich nicht. Don't move! You're under arrest! Where are the others? It's just me, boys. Just me. Andrew, you piece of shit. Man, see, poke guy. Na, jetzt haben sie Jackie erwischt. Die Bullenbastarde. Wir müssen reden, komm in die Kiba in Soho. Ja, später vielleicht. Jetzt will ich erstmal zum Speicherhaus und speichern. Wo ist denn hier so ein Haus hier? Sicheres Haus. Gut, ich fahre jetzt noch zurück und ich glaube, dann ist die Zeit eh schon wieder vorbei. Nee, wir haben sogar noch Zeit. Sollen wir dann den nächsten Job gleich machen? Ja, wir fangen dann einfach den Job noch an. Ich glaube jetzt nicht, dass wir den noch zu Ende kriegen in diesem Part. Aber wir werden es ja sehen. Nee, ich habe gerade keine Zeit, tut mir leid. Und warum müssen wir immer so weit fahren? Das nervt mich ein bisschen bei solchen Spielen, dass man da immer so weit fahren muss. Aber was will man machen? Diese Regeneffekte finde ich auch irgendwie ziemlich geil gemacht. Also gefällt mir sehr gut an diesem Spiel. Also ich finde das Spiel wirklich genial. Nur mal, um jetzt meine Meinung zu dem Spiel preiszugeben. Ich finde das Spiel recht geil gemacht. Es macht Spaß, das Spiel zu spielen. Was mich ein bisschen nervt, dass sich das Spiel oft einfach so verabschiedet, dass das Spiel abschmiert. Das stört mich ein bisschen. Das ist am PC oder zumindest bei mir etwas häufiger als wie auf der Konsole. Auf der Konsole kann es auch abschmieren übrigens. Weil ein Kumpel von mir hat eine Xbox 360 und da gab es Sleeping Dogs kostenlos. Und er hat sich's geholt. Und hin und wieder, wenn er das spielt, schmiert das Spiel einfach ab. Ich dachte zwar, dass es auf der Konsole flüssiger läuft, aber muss anscheinend nicht immer so sein. Flüssiger und stabiler natürlich. Oh Mann, ey, musst du da fahren? Und mein Hals tut wieder ein bisschen weh. Ich glaube, ich muss etwas leiser reden. Nicht, dass ich euch hier
Schadensersatz zahlen muss für euer kaputtes Trommelfell. Da bringt's auch, ist es, da bringt's auch der Schadenersatz nicht mehr, weil was willst du machen, wenn das Trommelfell Schrott ist? Aber egal. Ich hoffe, dass mein Mikrofon an ist. Habe ich es an? Ja, es ist an. Gut. So. Sind wir doch noch angekommen und wir haben, glaube ich, noch 10 Minuten. Ja, 9. 10, 9 Minuten. Warum guckst du auf deinen Arm, wenn du da eh keine Uhr dran hast? Jesus, Ricky, what's happening? It's the 18K. They're all over the damn place. They're trying to kill Uncle Poe. Shit. Nee, ihr dürft Onkel Poe nicht umlegen. Du da, raus aus der Karre. Tut mir leid, Lady, aber ich brauche das Auto dringend. Eilen wir schnell unserem Onkel zu Hilfe, weil... Onkel Poe ist ein sehr sympathischer Charakter in diesem Spiel, meiner Meinung nach. Und die haben jetzt schon Winston weggeknallt und jetzt will ich nicht, dass die uns noch Onkel Poe wegknallen. Oh Gott, das hört sich so zweideutig an. Aber egal. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Komm schon, wir haben nur noch 34 Sekunden. Aber wir sind eh schon da. So, Bitches. Keine Angst, ich bin da, ich bin da. Ey, Statue! Alter! Krass, er bringt die Krankenschwester um, nur weil sie sagt, ja, sie weiß nicht, wo Onkel Poe ist. Alter, ich brauch die Knarre. For some reason I just don't see that happening. Was ich gar nicht von der Seite anschleichen. Er lebt noch. Aber du triffst mich nicht mal, weil du einfach schlecht bist. Komm raus. Dann lass es hinter dir. Okay, das war jetzt nicht so, wie ich das geplant hatte, aber okay, die Statue nehmen wir natürlich mit. Zum Aufzug gehen. Ja, kein Problem, wenn ich mal durch diese scheiß Tür komme. Yo. Wir haben die Krankenschwester gerettet. Jetzt komm, verpiss dich. Du musst down sein. Und den hässlichen Camper haben wir auch noch mitgenommen. Wahnsinn, da schaut auch sein Kopf raus. Warum treffe ich ihn? Lol. Komm doch nicht so nah zu mir ran, wenn ich gerade am Nachladen bin. Homo. Wird das ein Headshot? Nee, aber war knapp. Komm raus, mein Freund. Du willst es doch auch. Gut. Schießerei im Krankenhaus. Sowas gibt's wirklich nur in Sleeping Dogs. Gibt's hier irgendwas Spannendes? Hm, sieht nicht so aus. Nee, sieht wirklich nicht so aus. Alles klar. Was für ein riesiger Aufzug das ist. Ja, okay, die Krankenhausfahrstühle sind auch größer, weil wenn man mal mehrere Patienten gleichzeitig transportieren muss mit so einem Aufzug. Brauch gar nicht so aufmucken. Die hatten irgendwelche Sturmgewehre. Das nehmen wir natürlich gleich mal mit. Sogar schön mit Taschenlampe, irgendwie so SWAT 4-like. Wenn das Spiel einer von euch kennt, SWAT 4, übrigens sehr geiles Spiel. Ist zwar schon extrem alt, ist aber trotzdem geil. Whoa, whoa, whoa. Easy, easy. 18K shut off the power. Uncle Poe is on life support.
If we don't get backup power running right away, he won't make it. Okay, look, there's a control station down the hall. I'm on it. Na, dann schalten wir mal schnell wieder den Strom ein. Nicht, dass uns Sleeping, Sleeping Dogs, dass uns Onkel Po noch wegstirbt. Und da kam ja gar keiner ums Eck. Warum ungeschickt? So, alles ist kein Problem für uns. Ich drück doch Leertaste, was habt ihr denn alle? Wo ist der Sicherungskasten? Ich komm schon wieder nicht durch diese Scheißtür. Sicherheitssystem hacken. Oder Konsole. Ich glaube, das ist das mit dem Zahlencode, ne? Ja, mach mal 0, 1, 2, 3. Yo! Das nenne ich mal Skill. 4. Alright, alright! I'm coming back! Ja, ich bin doch schon unterwegs. Wie viel hältst du noch aus, Kollege? So, das sollte es gewesen sein, denke ich. Aber das muss noch lange nichts heißen. Oder, achso, tatsächlich, da kommen tatsächlich noch welche. Er hat eine Shotgun. Gut, dass wir den erledigt haben. Ja, hinter so einem Sessel brauchst du nicht in Deckung gehen. Wo verfolgen die uns bitte? Oh, und ich habe fast keine Munition mehr. Und Wake geht nicht in Deckung. Da hat irgendeiner Schrotgewehr. Verdammt. Müssen wir wieder zur Pistole greifen. Ja, mir reicht eine Pistole auch. Okay, die Pistole reicht mir doch nicht. Ich würde gerne die Waffe aufheben. So. Sag mal, wie viel hältst du noch aus? Ist ja nicht mehr schön. War's das jetzt? Voll das Massaker im Krankenhaus. Aber das sind wir ja von Sleeping Dog schon gewöhnt. I think we're clear. That was close. Nice work. No, man. We just got lucky. Where was our backup? I mean, who was looking out for us? Fuck. No one ever looks out for you in this town. I don't know, man. Feels like the game has changed. Used to be a brotherhood. There was a code, even amongst rival triads. Now we're killing each other at weddings, even in a fucking hospital. And for what? Shit. Let's get out of here. Gut, ich habe jetzt noch 2 Minuten für die Verfolgungsjagd. Könnte knapp werden. Aber ich könnte es hinkriegen. Okay, jetzt habe ich bloß noch 1 Minute. There's a lot of them. I'm beginning to dislike the police. Okay, hier sind überall Cops. Aber warum spawnt ihr hier alle? So schnell könnt ihr doch hier mit euren Rostgurken noch gar nicht fahren, oder? Komm schon. Komm schon. Jawohl, wir haben es geschafft. Okay, den Timer mache ich jetzt kurz aus. Das hänge ich jetzt noch dran an die Mission. Oder an dem Part, besser gesagt. So what's next? It's up to Uncle Poe. But I'm guessing war. Yeah, but against who? Those guys were 18K. But I'm starting to wonder. A lot of people stand to benefit if Uncle Poe never leaves the hospital. He might walk out of there alive. I hope so.
And with Dog Eyes is gone, this shit keeps happening. Might be that someone is pulling strings, trying for a move that lands him in control. Look, I'll drop you here. Geil, dass da hinten ein Panzer draufsteht. Ist mir gerade eben erst aufgefallen. Sieht aus wie ein Audi R8 von vorne. Und es müsste eigentlich ein Upgrade geben. Ein Triaden-Upgrade. Ah, doch nicht. Gut, dann halt nicht. Ich mache jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder, ne? Ciao.